Hallo Freunde, hallo zusammen. Jetzt, wie angekündigt, werde ich mal ein Spaßbild machen. Ich habe ja noch Farbe übrig. Ich werde diesen Holzlasur und dieses Satin Animals Gold, Honeygold, werde ich zusammenmischen und ein schönes Bild machen. Ich versuch's. Noch was Kurzes hier. Ich habe ja vor kurzem mit diesem Latexfarbe gemalt, sage ich jetzt mal. Habe dann gefragt, ob jemand weiß, ob es auch transparente Latex gibt. Übrigens danke Renate und danke Gabi für diese Hinweise. Das ist Tapetenschutz, schimpft sich auch Elefantenhaut, ist sehr dünnflüssig, muss ich mal probieren. Werde ich dann im nächsten Video mal testen für euch und dann schauen wir mal, vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Also, ich werde Musik laufen lassen, damit ihr euch auf das Bild konzentrieren könnt und ich mich auch, vor allem ich, und lasse selber Musik laufen, weil YouTube darf ich ja keine eigene Musik laufen lassen, die mir gefällt. Und dann würde ich sagen, lasst uns starten, bis gleich. So Freunde, nur noch kurz, ich habe Türkisgrün, Kaminrot, Schwarz habe ich dazu gemacht, und zwar dieses Elfenbeinschwarz dieses Mal, Magenta, habe noch Gelb angemischt, habe aber hier noch Weiß mit reingemischt, damit es etwas dickflüssiger ist und mehr rauskommt. Holzlasur und Satin Animals. Wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr gerne die vorigen Videos anschauen. Kann ich kurz verlinken. So, dann lasst uns mal Spaß haben. Ich hoffe, es funktioniert gut. Thank you.
So Freunde, bin wieder da. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Ich habe hier ein bisschen Angst, dass mir das wegläuft. Nach außen. Ich weiß nicht, ob der Tisch ganz gerade ist, weil ich habe keinen Platz mehr. Ich habe hier noch die anderen Bilder stehen. Da habe ich die Bilder stehen zum Trocknen. Okay, ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, wer aufgepasst hat, war mir ein bisschen zu goldig, das Bild. Und darum habe ich hier noch ein bisschen was mit dem Türkis reingemacht. Schauen wir es uns aber mal an. Dann seht ihr, es hat ein paar Zellen gegeben. Wie gesagt, ohne Silikon. Hier auch. Das ist cool. Ja, das ist ein Darm. Das auch. Wenn ihr jetzt mal schaut, hier vielleicht hier am Rand, wo ist mein Finger? Da ist mein Finger. Das sind diese Keilrahmen von Bösner, ich muss so sagen, diese Eco Plus sind nicht ganz so toll. Nur, dass ihr es auch vielleicht wisst beim Kaufen nächstes Mal. Ich kann euch ja mal zeigen, hier jetzt zum Beispiel sind die von Gerstecker. Da habt ihr das Problem eigentlich nicht so. Ne? Nur das einmal zur Info als kleiner Tipp. Da gibt es schöne Bubbles. Also Augen auf beim Keilrahmenkauf. Hier hat es auch schöne Zellen gegeben. Das ist doch das Satan Animals. Auch cool. Auch genial, finde ich jetzt. Okay, dann kommen wir schon zum Ende. So, mal abwarten, bis es getrocknet ist. Hier seht ihr es auch am Rand, ne? Das ist nicht ganz so toll. Und da seht ihr, da ist noch gar keine Farbe drauf. Heide Bimbam. Auch noch nicht, sage mal Timo. Okay, mache ich nachher. Cool, ich hoffe, euch hat es gefallen, hat es Spaß gemacht. Ich muss echt schauen, dass das hier nicht wegläuft, weil sonst kotze ich mich ein bisschen zu. Ne, passt. Gut, wenn es euch Spaß gemacht hat, mir auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, beim nächsten Video mit dieser Elefantenhaut, also mit diesem Latex transparent. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss, bye.